bei allem, was recht ist auf dieser Welt. Der Radio Zusa Rechtstipp mit dem Uelzener Anwalt Christian Teppe. Zur Not die Wiedereinsetzung beantragen. Wir kennen das, dass man Fristen beachten muss. Häufig gibt es Fristen von einer Woche, von zwei Wochen, von vier Wochen, von einem Monat. Überall gibt es Fristen in allen möglichen Gesetzen, ob das im öffentlichen oder im privaten Recht der Fall ist. Und diese Fristen sind einzuhalten und wenn sie nicht eingehalten werden, dann verliert man häufig Ansprüche, verliert man häufig die Möglichkeit, sich gegen Maßnahmen zu wehren, beispielsweise bei einem gerichtlichen Mahnbescheid, bei einem Bußgeldbescheid, bei einem Strafbefehl. Selbst dort kann Rechtskraft erwachsen, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen Einspruch erhoben wird. Und einige von uns, die dann öfter mal im Urlaub oder anderweitig unterwegs sind, die können diese Fristen nicht einhalten. Irgendjemand fängt den Brief ab oder der Nachbar legt den Brief, der dann in seinem Briefkasten irrtümlich gelandet ist, einfach irgendwo auf die Treppe und ein Kind nimmt es mit. Überall gibt es eben das Risiko, dass diese Fristen verstreichen, ohne dass man es tatsächlich in der Hand hat. Und für diesen Fall sehen die Gesetze vor, einen Antrag zu stellen auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. Da müssen dann diese Gründe vorgetragen werden und dieser Wiedereinsetzungsantrag muss auch binnen einer Woche begründet werden, damit man überhaupt die Chance hat, weitere Risiken und weitere negative Folgen, wie beispielsweise eine Bestrafung im Führerscheinentzug, Punkte in Flensburg oder teilweise große Geldforderungen gegen sich gelten zu lassen. Also in jedem Fall prüfen, auch wenn die Frist schon vorüber ist, ob nicht die Möglichkeit besteht, die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu beantragen.